Probieren wir es aber trotzdem nochmal hier. Jetzt kommt der nicht, oder was? Dass es hier noch ein Rätsel gibt oder sowas. So Silent Hill 1 mäßig hier. Lied von Vögeln, die nicht singen. Und dann sollst du dir ausdenken, was du auf dem Klavier spielen sollst. Aber gut, ich habe einen Dachschlüssel. Ne? Gehen wir also aufs Dach. Wir können ja auch nichts weiter machen mit dem Käfig, ne? Hat sie halt hier ein Vögelchen gebaut, würde ich jetzt mal sagen. Und was das hier mit dem Klavierchen auf sich hat, auch das könnte wieder dazu beitragen, kriegt man das eine Ende, kriegt man das andere Ende. Es gibt ja auch keinerlei Hinweis, dass man es an dem Klavier irgendwie was spielen sollte, könnte, müsste. Deswegen gehe ich. Jetzt kommt bestimmt gleich der Onkel wieder. The Hallway Light Switch. Aha. Hallway, nicht Hallway. Hallway Light Switch. Okay, der Lichtschalter. Ist ja schon mal gut, dass da einer ist. Casting room. There are some playback devices inside. Playback devices inside. Okay. Playback devices. Kann ich mir jetzt so genau auch nichts drunter vorstellen. Schauen wir uns an. Ah, sieht das. Ach, das sind ja Gesichter. Guckt euch das an. Das sind Gesichter. A tree grown through the wall. Also ein Baum wächst durch die Wand. There are leaves all over the room. Also überall im Raum sind Blätter. Moos. Wächst auf der Tür und auf den Fenstern. Ja, und Gesichter hat er auch, der Baum. Aha.
large 8-Track Player. It's usually used for school broadcast. Also so ein Schulgerät, aber mit der Rektor seine Anweisung durchgibt. The power is connected. Do I just need to stick a 8-Track tape in? Also Power ist an, sieht man ja, wo das Läppchen leuchtet. Muss ich nur so ein Tape reinschmeißen? Aber wo kriege ich denn ein Tape her? Moment. Ein bisschen Broadcast-Equipment ist da auf dem Tisch. Die Lautsprecher sind emitting a small fancy sound. Also are emitting, also die geben so ein kleines statisches Geräusch von sich. Du kannst es fast flüstern hören. Ja, aber jetzt Tapes, ja. Wo sind jetzt Tapes? Die man da spielen könnte. Also wieder angucken gehen. Wer ist denn da runtergefallen eben? Aha, okay. Also noch nichts mit Finale hier, oder? So auf dem Dach oder so. Finaler Fight. Wo gab's denn jetzt nochmal? Das war im... Okay. War das im Keller unten? Nee, Video gab's oben. Als bin ich wieder direkt auf dem Dach. Ist hier wieder jemand, der runterfällt? Nur mal so, zum Gucken. Oder ein anderes Tape? Nimmt ab mit zunehmender Müdigkeit. So, guck mal. Sie ist gespannt, was in diesem Film oder was auf diesem Film ist. Ich vermute ja mal, das wird jetzt hart. Thank you.
20. 1. 0 vor zu S. Ja. Was sollen jetzt die ganzen Ziffern da? 025? 1, 2, 1. 025, 1, 2, 1. Sollte mir das was sagen? 025, 1, 2, 1. So viel schlauer bin ich jetzt nicht. Wie soll eigentlich mit hier lang gehen? Ist nicht, ne? Ich habe doch die Projection schon ausgecheckt. Ich gehe gern nochmal. Vielleicht muss ich erstmal was triggern. Das waren jetzt nur wirklich bloß ein paar Zahlen. Ich gehe nochmal rein. Ja. Vielleicht muss ich erstmal diesen Satz sagen und dadurch wird jetzt erst irgendwie getriggert, was da passiert. Aber ich glaube es nicht. Nicht wirklich. 025. 1. 2. 1. 25. 1, 2, 1. So. Jetzt wäre noch die Frage, wollen die Entwickler hier, dass man sich diesen Film ganz, ganz lang anschaut und dann passiert irgendwas? Manchmal ist es ja so, wenn man den Videospielen eine ganze Zeit lang nichts macht, dann kommt irgendwie was Lustiges oder so ein kleiner Einwurf oder so. Was Fetziges, hätten wir früher gesagt. Ich glaube aber nicht, dass sie hier was Fetziges machen wollten mit dem Spiel. Die wollten eher was ganz Ernsthaftes produzieren und das haben sie auch getan. So, jetzt haben wir uns also dieses Band da angeschaut. Ja, da kommt man nach wie vor nicht rein in diese Tür. Hier, jetzt gehen wir wieder runter. Gehen wir nochmal in den Keller. Okay, da steht aber das gleiche wie vorher auch. Die Stäbchen bleiben hier. Aber die können wir nicht wieder nehmen. Dürfte es mal jetzt hier. Also jetzt bin ich ja bald schon. Jetzt bin ich schon gute 4,5 Stunden dran. Sagen wir mal 4,5. Nicht gute, aber 4,5 Stunden. Jetzt dürfte sich dann schon langsam mal dem Ende nähern. Also und zwar deutlich. Also gut. Treppe unten waren wir, Treppe oben waren wir. Puppen machen hier. Wir tun lieber langsam. Ja, wahrscheinlich alles gut zu sein mit den Dingern.
Hier geht auch nichts mehr weiter. Die Puppen hier scheinen jetzt auch ungefährlich zu sein. Jawohl. Vielleicht nochmal gucken, da war gerade noch das Auge. Ja, das ist das, was früher auch da stand. Also kein Wort mehr darüber verloren, dass wir vorher von einer dieser Puppen in die Höhe gezogen wurden. Jetzt waren wir oben, jetzt waren wir unten, jetzt waren wir hier. Jetzt kann ich eigentlich bloß noch mal nach rechts wieder zum großen Tor. Habe ich denn noch irgendwas eigentlich im Inventar? Nur noch meine Halskette. In diesem Spiel. Ich einfach nicht wusste, was zu tun ist. So, jetzt haben wir zumindest wieder gespeichert, das ist auch gut. Das heißt, da kann jetzt ruhig wieder was passieren, ne? Ich gehe nochmal nach unten. Vermutlich wird aber nichts weiter Neues passieren. Ja, wieder hier. Jetzt kommt vielleicht der Onkel wieder. Nee, kommt auch nicht. Onkel kommt nicht. Ja, ist noch irgendwas. Warte mal. Da war ja noch was. We have music class scheduled. Every semester. Also in jedem Semester haben sie Musikunterricht. It's mostly used as a testing center though. Es wird meistens als Testzentrum benutzt. Ja, nach wie vor. Hier ist auch das Gleiche. Ich werde das Gefühl nicht los, dass an dem Klavier irgendwas passieren muss. Also nicht die geringste Idee, ob mit diesem Klavier irgendetwas zu tun wäre. Vielleicht dem Ding noch die Kette umbinden? Warum auch immer ich das tun sollte. Naja, also ich bin völlig... ja, ratlos wieder. Warum machen wir das Licht denn nicht mal aus? Wäre das vielleicht sinnvoll? Aber sie würde es ja tun, wenn es ginge. Ja auch nichts geändert haben, ne? Hier war ich also auch schon. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass ich das ein oder andere Mal doch Sachen übersehe. Wo kriege ich denn so eine Kassette her jetzt? Wo soll ich so ein Tape herkriegen? Herkriegen.
weil von mir aus könnte das Spiel jetzt wirklich langsam mal zu Ende sein. Also, wie gesagt, 3 bis 4 Stunden Spielzeit angegeben. Ich bin jetzt also schon bei weit über 4. Da könnte jetzt langsam mal was gehen. Jetzt sollte ich auch irgendwie mal, so morgens um 5. Null Checkung. Mal wieder. Oh. Das kann natürlich sein. Wenn man da nicht aufpasst. Ich kann also da lang auch wieder zurück. Was ist denn da oben? Oh, ich glaube, ich weiß, wer das sein soll. Seele versucht mich an etwas zu erinnern. Ja, ja. Ein paar Puppenhände. Was ist denn das jetzt für das Puppenspiel? Das ist ein kleiner Stuhl. Ja, da hängt der Kerl, ne, den wir vorher die Kehle durchgeschnitten haben, der Mai. Seems like there's something stuck inside the tree. Sieht aus, als würde da etwas im Baum stecken. 8-Track-Tape. Alter, da musst du aufpassen, wo du lang gehst, ne? Das ist mir die vorigen 2 Mal wirklich nicht aufgefallen, dass man da auch quasi in Richtung Spieler laufen kann. Ich habe das nicht... Moment, da ist ein Tisch. Ja, aber mit dem kann ich nichts machen. Ich habe das vorher nicht gesehen.